Das deutsche Schulsystem steht offenbar vor erheblichen Engpässen. Sowohl bei Schulgebäuden als auch bei Lehrern. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Die Forscher sehen eine Trendwende. Statt wie bisher mit sinkenden, müsse nun mit steigenden Schülerzahlen gerechnet werden. So werde es in 8 Jahren 1 Million mehr Schüler geben als bisher erwartet. Wegen der Zuwanderung und weil die Geburtenraten steigen. In den Schulen könnte es bald voller werden. Nach Berechnungen der Bertelsmann Stiftung werden entgegen dem jetzigen Trend die Schülerzahlen wieder steigen. Im Jahr 2025 werden nach den Ergebnissen der Wissenschaftler 8,3 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland zur Schule gehen. Die Schülerprognose der Kultusministerkonferenz aus dem Jahre 2013 dagegen ging von nur 7,2 Millionen Schülern aus. Mehr Schüler bedeuten auch, dass auf die Bundesländer erhebliche Kosten zukommen. Das ist eine Herausforderung, denn die Lehrer, die wir heute gerne einstellen würden, die hätten wir eben vor 6 Jahren ausbilden müssen. Und insofern gibt es da eine große Herausforderung, die eben durch Quereinstieg und flexiblere Wege in den Lehrerberuf gelöst werden muss. Wenn die Prognosen stimmen, brauchen allein die Grundschulen fast 25.000 zusätzliche Lehrer und 2.400 neue Gebäude. Die für die Planung zuständige Kultusministerkonferenz sieht keine Versäumnisse auf ihrer Seite. Wir werden uns die Studie ganz genau angucken. Wir werden uns auch unsere Zahlen ganz genau angucken, die Mitte 2018 herauskommen. Und dann werden wir die nächsten Schritte ganz genau begutachten. Ob dann noch genug Zeit bleibt, ausreichend viele Lehrer auszubilden und Schulen zu bauen, bezweifelt die Bertelsmann-Studie. Bisher gingen alle von sinkenden Schülerzahlen aus. Und so wurden in den vergangenen 15 Jahren sogar 1.800 Grundschulen geschlossen.